So, und jetzt freue ich mich darüber, mit Wolfgang Bosbach, CDU-Urgestein, zu sprechen. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Grüß Sie. Schöne Grüße aus Bergisch Gladbach, Herr Kulle. Sehr, das freut mich sehr. Also, das, was Sie da erlebt haben gestern Abend, waren Sie der Abteilung Ach du lieber Himmel oder Abteilung Na, mal gucken, wohin die Diskussion führt? Ich war in der Abteilung, es wird nicht lange dauern, bis sogenannte Parteifreunde sich Friedrich Merz zur Brust nehmen werden, obwohl er gerade nicht gesagt hat, dass wir unsere Haltung als christlich-demokratische Union ändern. Und diese Haltung heißt, keine wie auch immer geartete Zusammenarbeit, keine Koalition, keine Kooperation mit der AfD. Aber was es in den letzten Jahren übrigens auch von SPD und Co. gegeben hat, einzelne Abstimmungen auf kommunaler Ebene, wo man tatsächlich gemeinsam mit der AfD gestimmt hat. Das kann übrigens keine Partei ausschließen, dass das nicht geschehen kann. Und für die Union stellt sich die Frage, wie für andere Parteien auch, wenn die CDU irgendwo in einem Kommunalparlament einen Antrag stellt und die AfD droht mit Zustimmung, soll die CDU dann den Antrag zurückziehen? Das ist eine wichtige Frage. Die wird aber irgendwie ein bisschen eigenartig oder teilweise auch hysterisch, teilweise berechtigt diskutiert. Dann kommt ja der Hinweis aus Berlin von der AfD, ja, wir haben ja auch den regierenden Bürgermeister mitgewählt und so weiter. Damit muss man sich ja beschäftigen. Ist das dann aus Ihrer Sicht eine Hysterie, dass man da so drauf reagiert, oder eine berechtigte Frage, weil die Kommunikation war ja schon ein bisschen, naja, sagen wir mal, dünn. Er hätte ja definieren können, was meint er mit Zusammenarbeit, oder? Herr Kulle, damit haben Sie recht. Er hätte ein, zwei ganz konkrete Beispiele nennen können. Mir wären da auch welche eingefallen. Sassnitz auf Rügen, Forst oder Hildburghausen. Da war allerdings nicht die CDU betroffen, sondern die SPD. Aber dann gibt es diese Aufregung überhaupt nicht. Und es war in diesen Fällen so, wie es immer ist, dass die Parteizentralen sagen, also dass Berlin sagt, oh, sehr unschön, möchten wir nicht, aber es bleibt dann ohne jede Konsequenz für die örtlichen Mandatsträger. Und was, bitteschön, soll denn der Parteivorsitzende Friedrich Merz, wenn aus welchen Gründen auch immer in einer kommunalen Sachfrage CDU und AfD gemeinsam abstimmen, zum Beispiel bei einem Bebauungsplan oder wenn Gewerbesteuerhebesätze gesenkt werden sollen, soll die CDU dann immer Nein sagen? Warum sagt ihr Nein? Ja, weil die AfD dafür ist. Das ist ein ganz großer Spagat, der hier nicht nur von Friedrich Merz, sondern von allen Parteivorsitzenden gemacht werden muss. Also da muss man schon auch sehr ziseliert drangehen und sehr sorgfältig sich vielleicht auch ausdrücken, ob man nun aktiv oder passiv in Anführungsstrichen zusammenarbeitet und wo die Grenzen sind. Da muss man die Grenzen auch in diesem Fall definieren. Würden Sie das Ihrem Parteifreund Merz heute Abend vielleicht noch mal irgendwie auf zwei Bierdeckel schreiben? Ich glaube, ich kenne Friedrich Merz lange und gut genug. Ich habe sofort gewusst, was er gemeint hat. Sie haben recht, ein, zwei Beispiele hätten da geholfen. Aber was mich besonders stört, es gibt nicht wenige in der Partei, die dankbar sind für dieses Missverständnis in der Kommunikation, weil sie jetzt die Gelegenheit haben, Friedrich Merz noch einmal öffentlich zu kritisieren. Warum? Weil sie ihn eigentlich im Gegensatz zur großen Mehrheit der Basis nie als Parteivorsitzenden haben wollten. So wird die CDU allerdings keinen Erfolg haben. Zusammenarbeit heißt für mich eine Koalition, eine Kooperation, auf Dauer oder auf eine gewisse Zeit angelegte gemeinsame politische Überzeugung. Das sehe ich nicht zwischen CDU und AfD kommen. Das wird es auch nie geben, weil die programmatischen, inhaltlichen Unterschiede zwischen CDU und AfD so groß sind, dass die AfD immer unser politischer Gegner bleiben wird und nie ein potenzieller politischer Partner. Das heißt, wenn die AfD so bliebe, wie sie denn sich derzeit darstellt. Schauen wir mal auf ein Beispiel auf einer anderen Skala, nach links geschaut. In Thüringen, da wird jetzt gerade etwas lauter schon diskutiert darüber, ob die CDU dort eventuell mit der Linkspartei zusammenarbeiten sollte. Das sind ja auch so Tabuzonen. Wie sehen Sie das? Nein, da gilt das Gleiche, obwohl ich weit davon entfernt bin, Linkspartei und AfD inhaltlich, programmatisch miteinander zu vergleichen. Aber dieser eingangs richtigerweise erwähnte Parteitagsbeschluss bezieht sich ja sowohl auf die Linke als auch auf die AfD. Und es wäre auch widersprüchlich, wenn die Union sagen würde, mit der AfD nie und nimmer,
aber mit der viermal umlackierten SED oder mit der SED-Nachfolgepartei können wir uns schon eine politische Zusammenarbeit vorstellen. Nein, ist egal, wie sich die CDU verhält, ob sie sich nach links außen öffnet oder nach rechts außen. Ich kann davor nur dringend warnen, wir würden in der politischen Mitte viel mehr verlieren, als wir am linken oder rechten Flügel dazu gewinnen könnten. Das ist doch mal ein klares Statement. Jetzt schauen wir mal auf die K-Frage. Ich weiß, Sie werden jetzt gleich sagen, no, machen wir nicht. Aber an dieser K-Frage sind da jetzt ein paar Kratzer dran, weil das war nicht geschickt, oder? Ja, was heißt jetzt geschickt? Friedrich Merz wird sich heute Morgen selber gefragt haben, hätte ich inhaltlich identisch es nicht auch anders formulieren können, um Kritikern, potenziellen Kritikern gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber die K-Frage wird sich zu einem anderen Zeitpunkt entscheiden. Und das entscheidende Argument, wie vor 3 Jahren, wird sein, mit wem hat die Union die besten Chancen, die nächste Bundestagswahl zu gewinnen? Das ist die wichtigste Frage und nicht, wer will es unbedingt werden. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Wolfgang Bosbach, Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße nach Bonn. Vielen Dank. So, und wir schalten gleich weiter nahtlos nach Berlin zu Professor Karl Rudolf Korte. Ich grüße Sie ganz herzlich. Sagen Sie mal, die gleiche Frage eigentlich auch an Sie. Ist es eine politische Turnübung für Sie gewesen oder ein wohlkalkulierter Testballon? Was sagen Sie? Ja, dass wir das nicht genau wissen, verunklart das Bild über einen Parteivorsitzenden. Also entweder ist es dilettantisch gewesen, das wäre die erste Variante, dass etwas herausgerutscht ist, aber bei einem sehr wichtigen Sommerinterview auf diesem Terrain nicht konkret zu formulieren, würde nicht für seine Professionalität sprechen. Die zweite Interpretationslinie wäre ja zu sagen, er hat etwas ausgetestet, was er bewusst so setzen wollte. Gerade in der Sommerpause kann man das machen, um einmal auszuprobieren, aus welchen Richtungen konkret der Protest kommt. Auch das wäre ja eine Variante, aber dann hätte er heute das nicht so korrigieren können. Und die dritte ist, es ist letztlich bedeutungslos, was er sagt. Denn das, was er auch gegenüber den Grünen gesagt hat, eine Hauptgegnerschaft der CDU zu den Grünen, kann ja nicht wirklich ernst gemeint sein, wenn man in Wiesbaden, in Kiel und in 3 Bundesländern mit den Grünen zusammenarbeitet. Also in Düsseldorf, in Kiel und in Stuttgart. Wiesbaden. Das ist insofern, kann nicht ernst gemeint sein, dass das ein Hauptgegner ist, wenn man in so zentralen Fragen einer Landesregierung mal mit den Grünen intensiv zusammenarbeiten muss. Also alle 3 Varianten sind diskussionswürdig, sprechen aber nicht dafür, dieses hohe Integrationsamt eines Parteivorsitzenden so wahrzunehmen, dass auch die Mitglieder wissen, um was es geht. Ja, es hat ja nur ordentlich tatsächlich Kritik gehagelt. Das ist gar keine Übertreibung aus den eigenen Reihen. Da gab es ja schon sehr deutliche Äußerungen von großen Namen. Einer hat irgendwie gefehlt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Hendrik Wüst zum Beispiel. Ja, das kann unterschiedliche Gründe geben. Vermutlich liegt es darin begründet, dass zwischen beiden eine größere Differenz interpretiert wird und er das nicht weiter befeuern wollte. Das ist eine Wahrnehmung. Andererseits sind es alles NRW-Player, die sich gut kennen und die Differenz ist graduell. Okay. Wenn da die Differenz graduell ist, aber die Richtung, die gleiche eventuell ist, wohin könnte Herr Merz mit diesen Äußerungen gewollt haben, auch wenn er heute die Rolle rückwärts gemacht hat? Es ist die Andeutung, Legitimation durch Verfahren ernst zu nehmen. Also ein in freien Wahlen demokratisch gewählter Landrat oder Bürgermeister, da kann man nicht einfach so tun von Seiten der CDU, als würde es sie nicht geben. Dann würde man sich ja so regelwidrig verhalten, wie es die AfD ja in ihrem Alltag macht, weil es ja die Anti-Regelpartei an sich. Das, wenn das gemeint ist, also anzuerkennen, dass da einer legitim gewählt ist, dann heißt das nicht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber diese Anerkennung ist natürlich eine Anerkennung von Demokratieprinzipien.
so könnte man ganz wohlwollend das interpretieren, dass er das gemeint hat. Und das würde natürlich auch einen Umgang implizieren, der sich von dem der AfD fundamental unterscheidet. Denn das ist ja nicht nur eine Antisystempartei, sondern sie versucht ja auf allen Ebenen nicht nur alles zu diskreditieren, was an institutionellen Verfahren die Demokratie bietet, sondern eben auch sehr offensiv Regeln zu widersprechen und damit Neuwirklichkeiten zu prägen. Machen wir das Bild nochmal größer auf die ganzen Parteien gesehen. Da gab es ja noch eine ganze Menge mehr Reaktionen, eben auch von beispielsweise einem Kevin Kühnert, dem Generalsekretär der Sozialdemokraten, der von Tabubruch spricht. Würden Sie auch so weit gehen? Na, wenn er das nicht korrigiert hätte, kann man das so sagen. Er hätte sich im Prinzip gegen die eigene Beschlusslage gewandt, der Partei, die Sie ja vorhin nochmal herausgearbeitet haben. Und dann könnte man sagen, er möchte auch gern mit Rechtsextremen zusammenarbeiten. Aber durch die Korrektur, die veränderte Intonation, die neue Interpretationslage, kann man das auf keinen Fall jetzt noch sagen. Aber es stellt sich einfach das Fragezeichen gegenüber einem Parteivorsitzenden, der das nicht klar genug formuliert hat, in dieser doch politisch sehr sensiblen Fragestellung. Insofern ist der Hinweis von Herrn Bosbach gut. Das kann man auffangen durch Beispielhaftigkeit. Und wenn damit eben gemeint war, dass man trotzdem Anträge stellen kann, wenn ein Bürgermeister von der AfD ist, als CDU Anträge stellen darf und wenn zufällig die AfD da mitstimmt, man diesen Antrag nicht einfach zurückzieht, sondern nur dann, wenn eine Mehrheit nur zustande käme durch die AfD. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, und das ist auch gerade nochmal erwähnt haben, er hätte es vielleicht ein bisschen mit Beispielen belegen können und man hätte. Dieses ja doch irgendwie Kommunikationsdesaster oder diese unglückliche Kommunikation, beschädigt die einen Friedrich Merz oder sagen Sie, das ist halt im Sommertheater, geht das irgendwann weg? Nein, bei diesen Themen bleibt das eine Erinnerung. Das werden auch die politischen Gegner natürlich im Wettbewerb weiter immer frisch halten. Ein Parteivorsitzender hat nicht nur ein Integrationsamt, sondern er muss ja eine Orientierungsleistung bieten, gerade in diesen Zeiten. Wo ist das Alleinstellungsmerkmal der CDU, um kampagnenfähig auch zu werden in vielerlei Hinsicht? Und da darf man das Bild nicht verunklaren. Gerade in der neuen Grundsatzdebattendiskussion ist es wichtig, dieses Mittige als Kernmomentum konservativer, liberaler, sozialer Strömung herauszuarbeiten, denn die Wähler sind mittig orientiert, sicherheitsorientiert, moderat orientiert, da sind die Kernwähler. Und es sind sehr viele, die einfach sich dann verunsichert fühlen, wenn man offenbar damit rechnen muss, dass diese Mitte verlassen wird. Also wichtigste Aufgabe des Vorsitzenden ist, eine Orientierung zu geben und nicht zu verunsichern. Und das ist mit diesem Punkt nicht gelungen. Ein wunderbarer Schlusssatz. Ich sage ganz herzlich Dankeschön, Professor Karl-Rudolf Korte. Gerne.